Marktgemeinde Gunskirchen im Mittelpunkt Oberösterreichs. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite. Dort finden Sie Neues und viele weitere Informationen. gunskirchen.ooe.gv.at. Walter Kunststoffe mit den Standorten in Gunskirchen und in Wels. Wir sind Vorreiter bei rohstoffschonenden und umweltgerechten Lösungen. walter-kunststoffe.com. Freitag, der 13. August 2021, ist für Gunskirchen, im Speziellen für die Sportunion Gunskirchen, kein Unglücks-, sondern ein einzigartiger Glückstag. Denn an diesem Tag wird endlich gut, was sehr, sehr lange, nämlich über zwei Jahrzehnte, währte. In der Welsland-Marktgemeinde wird eines, wenn nicht das modernste und auch schönste Sportzentrum Oberösterreichs, vor dem Bezirksliga Süd-Derby Gunskirchen gegen Pichl offiziell eröffnet. Ja, grundsätzlich natürlich so, dass man ein bisschen zurückdenkt im Laufe der Zeit. Und ich bin natürlich überglücklich, dass wir heute diese Anlage eröffnen können. Ein Teil der Anlage ist ja voriges Jahr schon eröffnet worden, der Freizeitpark. Und wenn man nach dem Spruch geht, gut Ding braucht Weile, dann trifft es zu und dann muss es ein besonderes Ding sein, weil 2001 ist das erste Mal verankert worden im örtlichen Entwicklungskonzept und im Flächenmitnutzplan, dass also dieser Bereich hier als Sportplatz ausgewiesen wurde. Also 2001, 2021, genau 20 Jahre hat das gedauert. Aber jetzt sind wir natürlich froh, dass wir das Gesamtwerk sozusagen eröffnen können. Und es ist also nicht nur der Kunstrasen, der Naturrasen und darüber hinaus diese Anlage etwas Besonderes, glaube ich. Es ist auch der Freizeitpark über unsere Grenzen berühmt. Also aus dem Mühlviertel kommen sogar Leute, was man an den Nummern sieht, und bezüglich dieser Bumptrack-Anlage. Was noch kommt, ist die Tennissache, aber ich glaube, die wird nächstes Jahr dann beginnen zu starten. Ja, ein sehr gutes Gefühl heute. Heute ein besonderer Tag für die Marktgemeinde Gunskirchen. Wir eröffnen heute ganz offiziell das Sportzentrum, ein Meilenstein auch in der Geschichte der Marktgemeinde Gunskirchen. Endlich ist der Tag gekommen. Aufgrund von Covid-19 haben wir es ja nicht früher eröffnen können. Aber umso schöner ist es heute. Und wenn man sieht, was da entstanden ist, das ist dann eine ganz tolle Sache. Ja, wir sind natürlich sehr froh, dass es nicht nur ein Sportzentrum ist, auch dass ein Freizeitpark und ein Generationenpark angeschlossen ist. Und natürlich haben wir das auch für die Jugend und für die Kinder gemacht, weil das gerade in Zeiten wie diesen ganz ein wichtiges Umfeld ist, dass sie sich sportlich betätigen können, dass sie eine Freizeit da genießen können. Und da haben wir natürlich auch dann geschaut, dass wir da relativ, sage ich, was Tolles auf die Beine stellen und dass wir da eine gute Investition seitens der Gemeinde gemacht haben. Also ich glaube, was man hört rundherum, diese Sportanlage ist ein super Areal geworden. Die Oberndorf Arena, bekannt ist ja, wie der Name ist, ist für uns einzigartig und ist eine, glaube ich, von den modernsten, was man sagen darf. Der Präsident der Sportunion Oberösterreich erinnert sich zurück an einen Tag im März 2012, als er sich im Büro des damaligen Bürgermeisters Josef Sturmmeier mit Amtsleiter Erwin Stürzlinger, Union-Funktionär Manfred Lugmeier und Fußballmanager Hupsi Uema traf. Zum einen freue ich mich heute, in diesem gelungenen, in der Oberndorf Arena Sportzentrum zu Gast sein zu dürfen. Ich kann mir nur gratulieren, gibt es oberösterreichweit kaum Vergleichbares, sage ich mal. Und was du gesagt hast, historische Stunde, die war damals am 29. März 2012, ein Donnerstag um 14 Uhr, wo wir uns, da warst du dabei, am Marktgemeindeamt getroffen haben, wo der Josef als Bürgermeister das Projekt vorgestellt hat, wo wir eigentlich alle begeistert waren. Warum? Weil wir gewusst haben, dass ein Projekt ist in die Zukunft fest, das auch für kommende Generationen gute Bedingungen schafft. Und wir sind damals auch voll motiviert gewesen, ausgegangen von einem Baubeginn 2013. Wie's wolle, daraus ist nichts geworden, aber nicht, weil man europaweit ausschreiben musste oder andere Auflagen gekommen sind, sondern Widrigkeiten oder Unwägbarkeiten da waren. Aber letztendlich wurden diese alle ausgeräumt und so können wir heute die Anlage mit unserem Sport- und Wirtschaftsanwalt Markus Agleitner offiziell der Bestimmung übergeben. Was mich besonders freut und auch beeindruckt hat, ist einfach, dass dieses Projekt zeigt, dass in Gunskirchen der Sport wirklich Stellenwert hat, wie kaum in einer anderen Gemeinde. Und dass die Gunskirchnerinnen und Gunskirchner
einen langen Atem und Marathonqualitäten haben. Denn so ein Projekt musst du mal durchtragen, musst du mal daran glauben. Es ist ja viel Arbeit damit verbunden gewesen. Und mit Konsequenz, Hartnäckigkeit und Begeisterung haben wir es geschafft und können dir heute die Anlage offizieller Bestimmung übergeben. Und du hast natürlich auch Danke sagen an die kommunalpolitisch Verantwortlichen, vor allem an den Josef als langjähriger, erfolgreicher Bürgermeister, aber auch an die Vereinsverantwortlichen, die einen großen Beitrag geleistet haben. Und ich danke auch in dieser Stunde der Wirtschaft, den Vertretern der Wirtschaft, ob zur Spitzenkonstellation mit dem Präsidenten, Kommerzialrat Helmut Oberndorfer und Vizepräsidenten Gerhard Walter, die auch den Verein sehr stark unterstützen, aber das nicht nur auf den Standort Gunskirchen beschränkt, da sage ich auch persönlich unter Namen der Spurtenübersicht danke für all das, was von all den Genannten geleistet wird. Ich glaube, Corona hat gezeigt, was uns alles abgeht in allen Bereichen unseres Zusammenlebens. Und gerade beim Sport war es so. Der Sport ist einmal für einen selber wichtig, aber auch das soziale Umfeld, im Verein, zusammenkommen, sich austauschen, war alles weg. Und da ist der Wert des Sports, glaube ich, in den letzten Monaten und eineinhalb Jahren wirklich gestiegen. Und heute, egal wo man hinkommt, es lacht das Herz, es lacht das Sportherz in Gunskirchen, darüber hinaus und in ganz Oberösterreich. Der Eröffnung und der Segnung durch Kaplan Johannes Hofer wohnen über 600 Besucher, darunter natürlich viele Ehrengäste, wie etwa oberösterreichischer Leichtathletikpräsident Günther Weidlinger, Landtagsabgeordneter Michael Fischer, Pichels Bürgermeisterin Gabi Eicher, Gemeindevorstände und Gemeinderäte der Marktgemeinde, Andreas Huemer, der Architekt dieses Vorzeigeprojekts, und natürlich zwei Herren, ohne die dieses Projekt sicher auch nicht realisierbar gewesen wäre, nämlich Präsident Helmut Oberndorfer und Vizepräsident Gerhard Walter und viele mehr bei. Dass gemeinsam immer um vieles erfolgreicher ist als einsam, das zeigen die vielen ehrenamtlichen Helferleins, die Freiwillige Feuerwehr und eine Abordnung des örtlichen Musikvereins. Erstgenannte sorgen für die Bewirtung der Gäste, die FF für die Parkplatzeinweisung, die Bläser für die musikalische Umrahmung dieses Festaktes. Beim Abspielen der oberösterreichischen Landeshymne marschieren die Heimelf und das Gästeteam aus Pichl, begleitet von Nachwuchskickern, auf das Grün in der neuen Oberndorfer Arena. Den Ehrenanstoß führen der Herr Sportlandesrat, Gunskirchens Bürgermeister und die beiden Präsidenten aus. Fazit dieser Eröffnung. Kurz, schön und auch informativ. Sehr schön beginnt dann beinahe. Die Betonung liegt auf beinahe. Das Bezirksliga Südmatch der Runde 1 für die Union Oberndorfer Gunskirchen. Denn nach einem Freistoß stellt sich Hakan Sabur, der langjährige Einser der Heimelf, jetzt in Diensten des SV Endholzer Pichl, fast mit einem Eröffnungsgeschenk der Extraklasse für seine ehemaligen Spielkameraden ein. Gespielt sind zu diesem Zeitpunkt noch keine 30 Sekunden. Die Jungs von Gästetrainer Thomas Stranzinger kommen nach diesem Eckball, ausgeführt von Indrischi, nach gut einer Viertelstunde zu ihrer ersten Top-Chance in diesem Bezirksliga Süd-Nachbarschaftstreffen. In der 22. Minute ein sehr schöner Spielzug der Mannen von Gunskirchens Coach Andreas Reich. Etwas außerhalb des Gäste-16ers kommt Alexander Popovic an das Spielgerät, zieht dann ab. Sein Schuss wird von einem Pichler Abwehrspieler abgefälscht und damit ist Pichels Einser Hakan Sabur einfach machtlos. 22. Minute, die Union Oberndorfer Gunskirchen führt gegen den SV Endholzer Pichl mit 1:0. Popovic damit der erste Kicker, der in der neuen Oberndorfer Arena in einem Pflichtspiel das Runde ins Eckige befördert. Ja, ist auch ein schönes Gefühl. Es hat leider nicht gereicht für den Sieg, aber durch die rote Karten sind wir ein bisschen unglücklich geworden. Es wird weitergehen, ich weiß nicht. Nur 3 Minuten später gibt es in der Oberndorfer Arena die nächste Premiere. Gunskirchens Turmfahrt trifft Pichels Kraxberger ins Gesicht und sieht dafür den roten Karton von Schiri Leon Fellner. Für viele eine zu harte Entscheidung. Das Positive, Kraxberger kann, zwar mit blutiger Nase, nach einigen Verarztungsminuten weiterspielen.
3 Minuten, bevor es bei über 30 Grad in die kühleren Kabinen geht, hat Pichl Pech. Denn dieser Angriff über die rechte Seite ist 1A. Bizjak mit dem scharfen Ball vor das vom Metzger gehütete Heim geführt. Balint klopft bei seinem Abschlussversuch auf Metall. Es läuft die 45. Minute in diesem ewig jungen Derby zwischen Gonskirchen und Pichl. Ja, und in der dürfen die Gäste jubeln. Fabian Spadinger ist auf der linken Seite unterwegs, dann sein Flankenversuch oder ist es doch ein Schussversuch? Egal, die Kugel findet ihren Weg in das Heimheiligtum. 45. Minute, Gonskirchen 1, Pichl jetzt auch 1. Das Derby steht damit wieder bei 0 und Spadinger darf mit der letzten Aktion vor der Pause den allerersten Gästetreffer in einem Meisterschaftsmatch in der neuen Oberndorfer Arena auf seine Visitenkarte schreiben. Ja, ist natürlich gut, dass man geglückt ist. War ein schöner Angriff da über die Seite und die zweite Stange war anvisiert. Und ob er jetzt der Flanke oder Tor, das war mir im Endeffekt wurscht. Hauptsache ist reingegangen und ja, ich bin froh, dass ich der Mannschaft weiterhelfen habe können. Und mit dem 1-1, ja, glaube ich, können wir im Großen und Ganzen ganz gut leben, weil nach der roten Karte hat sich Gonskirchen zurückgezogen und sind relativ tief gestanden. Und da war es ja für uns auch schwierig, dass wir Offensivaktionen machen können. In der Pause gibt's verdienten Applaus und Anerkennung für Langzeit-Ehrenamtliche der Sportunion Gonskirchen am Rasen der neuen Oberndorfer Arena. Marktgemeinde Gonskirchen im Mittelpunkt Oberösterreichs. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite. Dort finden Sie Neues und viele weitere Informationen. gonskirchen.ooe.gv.at. Walter Kunststoffe mit den Standorten in Gonskirchen und in Wels. Wir sind Vorreiter bei rohstoffschonenden und umweltgerechten Lösungen. walter-kunststoffe.com. Hälfte 2 beginnt mit einer guten Möglichkeit für die Gäste. Pichls Ibrahimi wird von der Heimabwehr nicht attackiert, zieht ab und bei diesem Schuss fehlt nicht allzu viel zur Führung der Stranzinger Elf. Nach knapp einer Stunde Spielzeit ein Corner für Pichl. Ballint führt aus und abermals brennt es vor dem Heimkasten lichterloh. Seit der 26. Minute mit einem Mann weniger am Rasen, bei der Reichmannschaft merkt man das Schwinden der Kräfte. Pichl jetzt klar spielbestimmen und mit weiteren Möglichkeiten zur Führung. Etwa bei dieser Aktion durch Ibrahimi, der schaltet und waltet wie er will. Lemberger kann aus seinem Zuspiel allerdings nichts Zählbares produzieren. Am Ende bleibt es beim 1:1 zwischen der Union Oberndorfer Gonskirchen und dem SV Endholzer Pichl. Ein Ergebnis, das ganz sicher zum großen Eröffnungsfest der neuen Oberndorfer Arena passt. Die Schlussworte überlassen wir dem Obmann Stellvertreter der Sportunion Gonskirchen. Ich glaube, man sieht was übers Gesicht, es ist ein wunderschöner Tag, es ist einfach traumhaft, es ist sehr viel Arbeit dahinter gesteckt, ich würde das gar nicht alles aufzählen, aber mir hat das irrsinnig stolz gemacht, dass ich da das noch gemacht habe. Ich bin da eingesprungen für andere, die einfach nicht Zeit gehabt haben. Und durch das, dass mein Sohn geplant hat, das Ganze, macht mich das schon stolz, weil es waren mittlerweile schon sehr, sehr viele Vereine da. Und das haben alle gesagt, das ist momentan wirklich eine der schönsten Anlagen in ganz Oberösterreich. Ich meine, ich sage dazu, es war Vöckler Mark, der Sportchef da, weil wir da in unserer Kantine die Bezirksliga Südsitzung gehabt haben. Und er hat gesagt, er gratuliert uns, es ist in der ganzen Regionalliga, es sind sicher nicht mehr wie 3 Vereine, die so eine Anlage haben. Und das macht mich einfach irrsinnig stolz, muss ich sagen. Und ich kann mich einfach nur bei allen bedanken, die da mitmachen. Und wir hoffen auch, dass sportlich bergauf geht wird mit unseren sportlichen Leiter, den möchte ich eigentlich erwähnen, gerade durch Wilandi, der sich da wirklich bemüht und einhaut. Und
und auch die Trainer, es passt einfach. Ich bin voll glücklich und zufrieden. Alles fertig.